Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die, Nordisch allein zu Hause. Und ja, wie ihr seht, wir sind noch voll dabei. Ich habe mir noch ein bisschen Eisen mitgenommen aus der Mine. Und da werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich das nochmal gleich einschmelze. Ich werde einen Teil mal scrappen. Ich habe ja Scrap Iron durch die Ressourcensteine ja mitgenommen. Da werde ich gleich erstmal schauen, dass ich die, ja, wie gesagt, verscrappe und dann mache ich mir daraus eben Woodlock Spikes, beziehungsweise ich rüste damit die Woodlock Spikes aus. Ich muss das gleich mal schauen. So, ich habe auch, glaube ich, noch einige Woodlock Spikes, habe ich auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, im Inventar. 36 Stück, naja, süße. Da müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Also das ist anscheinend Instant Craft hier. Holz. Bei den anderen Sachen ja nicht. Also wenn ihr jetzt ein Woodframe bastelt, dann ist da kein Instant Craft. Und es regnet schon wieder. Übrigens ein findiger User, das hatte ich vorhin per Zufall im Forum gesehen von 7 Days to Die. Der hatte wohl den Code halt für diesen, für Regen gefunden. Oder überhaupt für diverse Wettergeschehnisse, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, der hat dann angezeigt, ja, wenn ihr das und das ändert, dann habt ihr auch nicht ständig Regen. Und das soll wohl dann auch gefixt werden. Ich denke mal, dass es dann mit der 12.4 dann dementsprechend gepatcht wird. Schon wieder kein Holz? So nicht. Ach, wie sagen, dass ich so viel verballer? Eigentlich wollte ich gar nicht so viel im Holz verballern. Auf jeden Fall, dass ich eben noch, wie gesagt, Woodlock Spikes wollte ich eigentlich noch machen. So, reparieren. Das können wir reparieren. Das können wir auch reparieren. Das werden wir auch mal schön aufrüsten. Den Frame können wir wegnehmen. Den Frame können wir reparieren. So. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was sie konkret angehen werden, was die Feral Horde macht. Wenn natürlich Spucker bei sind, könnte das natürlich auch schwierig werden. Das brauchen wir gar nicht so hart aufrüsten. So, dann ne, Moment, die wollte ich lassen. Die will ich wegmachen. So. Und ich denke mal die Reihe noch. Also die zwei und die anderen zwei lasse ich dann noch. Damit sie sich auch im Haus noch wehtun. Ich muss gleich mal gucken, wie... Ach, scheiße. Ich bin auch so ein Depp. Mensch. Aber kacke jetzt. Muss ich nur mal... Habe ich Eisen dabei? Ja gut, ich habe Eisen als solches habe ich dabei, ja. Dann muss ich noch schnell mal Eisen brennen. Warum habe ich eigentlich die Tür aufgelassen? Wo habe ich jetzt die Mold? Die Mold habe ich doch hier nicht. Habe ich die hier? Ja, da. Sehr gut. Habe ich da noch was? Habe ich nur Eisen? Da können wir die Cans nochmal gleich mit einschmelzen. Kohle können wir gleich mal ein reinschmeißen. Dann nehmen wir noch das dazu. Dann noch die Cans dazu. 6 Minuten. Dann schmeißen wir gleich noch das Ohr rein und das verscrappen wir mal gleich, würde ich sagen. Ja, siehst du, auch instant hier. Also gewisse Materialien kann man wohl denn instant scrappen. So, du bist fertig. Dann kriegst du nochmal 6 Ohrs von mir. Ich brauche, glaube ich, 2. Dann gehen wir schon mal runter, während das craftet, beziehungsweise schmilzt. Ich glaube, das wird schon wieder nichts, wie ich das hier so sehe. Also zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, einmal das. Wir können das ja eigentlich hier ja setzen. Die kommen ja sowieso dann hier hoch. Ich werde die, glaube ich, auch nicht groß aufwerten. Ich werde vielleicht jetzt bei einem mal probieren, wie das ist hier mit diesem Scrap. Das werde ich nochmal ausprobieren. Und dann ist das auch gut, weil ich will jetzt hier auch nicht zu viel Material verbraten, wenn ich weiß, dass ich sowieso dann in der kommenden Nacht
weiterziehe, beziehungsweise danach weiterziehe. Denn schließlich müssen wir den ganzen Mist ja auch mitnehmen. Also wir werden natürlich nicht alles mitnehmen können. Aber irgendwann werden wir ja alles mitnehmen. So, so, so. Wir machen jetzt erstmal hier so eine Batterie vor. Ich will hoffen, dass die von da kommen. Und dann haben wir hier schon mal die Brücke. Dann können wir nämlich hier ein bisschen schießen hier. So war mein Plan. Den Frame nehmen wir nachher weg. Da haben sie natürlich trotzdem die Gore-Blocks. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Sonst müssen wir nachher auch die Teile von der Treppe nachher wegschlagen. Wenn sie kommen. So, zwei Stück brauchen wir. Sticks müssen wir uns nochmal craften. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ja, das reicht ja erstmal. Machen wir uns erstmal hier jenem. Tools und Traps, Fire Axe. Vielleicht kriegen wir da auch schon was Besseres raus. Nein, halt, 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 halt. Warum? Ich habe doch Fire Axe eben. Machen wir es halt so. Auf manuellem Wege. Oh, guck mal, siehst du, dann haben wir auch eine etwas bessere Fire Axe. Sehr gut. Sehr gut. Kriegst du schon ein Geraschel? Bahnvorstellung, wie immer. So, dann hauen wir die mal schnell weg. Also, was ich jetzt ausprobieren wollte, ist einmal aufrüsten. Ach, guck mal, siehste, das ist das, was sie meinten. Man kann das jetzt also upgraden zu solchen vollen Spitzen. Das ist also noch eine Stufe mehr und macht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden und hält natürlich länger. Ist natürlich jetzt nur die Frage, ich werde das nicht... Na, guck mal, das verbrät natürlich auch schweineviel Material, das ist ganz klar. Das reicht jetzt schon mal gar nicht. Na gut, ich habe jetzt viermal, also für die Stufe brauche ich schon viermal Scrap Iron. Dann brauche ich für die Stufe sicherlich auch nochmal vier, wenn nicht sogar fünf. Also brauchst du schon fast pro Spike schon zehnmal Scrap Iron. Könnte ich natürlich jetzt verbraten, wie ich sagte, aber... Ich werde ich nicht machen, einfach aus dem Grunde, weil ich da keinen Bock zu habe. So, den schlagen wir auch nochmal weg. Dann haben wir hier auch einen Angriffspunkt weniger. Den sammeln wir auf. Dann haben wir noch sechs Spikes. So, hier gehen sie auch gerne bei, weil sie wissen, ich bin hier oben. Hier waren sie auch. Guck mal, da haben sie mir schon die Arbeit abgenommen. Das finde ich äußerst liebensgewürzig. Dann schlagen wir nämlich auch mit weg. Und dann schmeißen wir nämlich da die Spikes rein. Falls die Nase nämlich hier reinkommen, was sie tun werden. Wir machen nämlich dann hier schon mal einen weg. Den kann ich schon mal so anreißen. Ich mache jetzt erstmal nur Frames weg. Wir haben jetzt insgesamt... insgesamt haben wir jetzt noch vier Stück. Also ein, zwei. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Also die kommen jetzt hier rein. Und dann sollen sie hier schön in die Spikes reinlaufen. Dann können sie nämlich schön hier im Haus rumlaufen, wie sie wollen. Dann nehmen sie noch schönen Schaden mit, die Schweine. Am besten gleich hier die ganze Batterie. 3, 4. Dann kann ich noch einen setzen. Und dann sollte das passen. Ja, wie gesagt, ich könnte mehr machen, aber pff, was soll's. Also ich mach das nachher, ich baue dann lieber nochmal neu. Mein Ziel ist, wie ich schon öfters mal gesagt habe, ach nee, ich mache erstmal die anderen Spikes hier. Mein Ziel ist, wie gesagt, ich möchte, stabilisieren wir hier auch nochmal. Mein Ziel ist es tatsächlich, am nächsten Tag dann loszuziehen und was zu finden. Ich möchte was finden, ich möchte wirklich was finden. So, dann machen wir nochmal da. Nochmal da. Haben wir noch genug Planken? Ja, ein paar haben wir noch. Vorsicht jetzt. Meine gut, wenn jetzt erstmal, je nachdem, wie die Feral Horde ausstaffiert ist, also eben, wenn das eine richtig penetrante Feral Horde ist, dann hast du eh keine Chance. Also zumindest, das Haus hat keine Chance. Stabilisieren wir erstmal. Dabei fällt mir gerade mal auf, ich habe hier unten noch nicht die Lampe abgebaut.
So, wird natürlich dann ein bisschen duster, aber das passt schon. So, hier ist wahrscheinlich nirgendwo irgendwas gerespawnt. Nee, das ist ja auch meine Basis. So, dann haben wir hier jetzt noch... Wo baue ich noch einen hin? Ich würde mal sagen, hier so, mittig. Dann haben wir ein bisschen was gemacht. Ich werde auch nachher in der zukünftigen Basis auch mehr mit Woodlock-Spikes arbeiten. Hat ja schon gut geklappt. Auch in meinem Video, was ich euch gezeigt hatte, wie ich bauen möchte, da stand ja auch schon drin, wie ich das angehen werde. Ich glaube, die rüste ich auch nochmal auf hier, die Nasen. Trau mich ja nicht so richtig. So, weil die können ja nicht nach unten schlagen. Hab ich noch Frames? Nein. Frames sag ich schon. Planks. Dann rüste ich die wenigstens einmal auf. Dann nehmen sie ein bisschen Schaden. Ah, so richtig. Ja, ich will das Material auch nicht verbraten. Hier, das brauche ich nachher eh für. Hätte ja irgendwie Bock, noch mehr von den Dingern zu bauen, ne? Warte mal, wir machen... Wir haben eh noch einen. Dann craften wir uns daraus noch Wood Planks, Resources, Cabin Wood, Woodlock Spikes. Ich glaube, wir machen, kriegen ja immer 4, ne? Also wenn ich jetzt 2 mache, dann kriegen wir 8, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir haben ja schon 24 Uhr... Ich trottel, hab gar nicht geguckt. Wir nehmen hier vorne auch mal die Treppe weg. Dann haben wir nochmal wieder eine Etage mehr, die wir verteidigen können wegen der Goreblocks. Denn ich weiß nicht, wie penetrant die Feral Horde wird. Wobei, ich hab mir auch, ich weiß nicht, ob das... bei Valkyrie war. Ich meine, es hieß da mal irgendwie über ein paar Ecken, wenn man auf 18 Stunden geht bei der Einstellung, dass man dann keine, dass man keine Feral Horde bekommt. Das ist natürlich durchaus möglich. Wenn das so sein sollte, ist es natürlich blöde. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da gegen vorgehen. So, gut, dann würde ich sagen, entmüllen wir uns erstmal. Ich gucke, ob ich das ganze Material drin habe. Da habe ich nochmal die Pfeilspitzen dran. Das können wir nicht scrappen. Ich schmeiß mal das hier einfach mal mit rein. Das können wir nochmal gleich verarbeiten. Ich schmeiß hier erstmal alles rein, fertig. Das ist wahrscheinlich woanders einsortiert, ganz sicher sogar, aber ich habe da jetzt keinen Grund, keine große Lust nachzusuchen. Und dann schmeißen wir das mal, ups. Was essen müssen wir auch gleich noch. Kümmere ich mich gleich drum. Das können wir mal wieder umscrappen zu Planks. Achso, das macht er wieder so, okay, na gut. Und das schmeißen wir da rein. Das schmeißen wir da hin. Haben wir noch einen Knüppel. Wir haben einen Wooden Bow. Haben wir Wooden Bow, haben wir nicht genug Material. Schade, sonst hätte ich mir einen neuen Wooden Bow gebastelt. Den laden wir mal mit den Iron Pfeilen jetzt. Den Iron Tips. Ja, gut. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch was zu essen ordentlich. Ich würde sagen, ich trinke aber erstmal was. Momentan ist ruhig. Es ist 1 Uhr. Essen. Essen. Ich werde erstmal hier meine Vogel. Das können wir eigentlich auch mal jetzt am kommenden Tag nochmal mit schön verbraten. Gut, das heißt natürlich nicht, dass die Zombies jetzt sofort kommen. Es kann auch sein, dass sie später erscheinen. Weil bringt natürlich kaum was. Scham hier, aber nun gut. Ich verbrate erstmal das, bevor ich das hier verbrate, im wahrsten Sinne. Ja, übrigens, es kann sein, ich muss mal gucken, dass ich im Laufe des... Ach nee, das macht ja keinen Sinn, wenn ich euch das jetzt erzähle, dann ist das Wochenende ja schon längst vorbei. Na gut, dann vergesst es, ich wollte euch eigentlich sagen, ihr wollt eigentlich jetzt am Samstag einen Teststream machen und am Sonntag dementsprechend vielleicht sogar mal einen ernst gemeinten Stream, je nachdem, wie es funktioniert. Weil ich habe nämlich jetzt meinen Rechner wieder mal einen Ticken aufgerüstet.
den nächsten Schritt sozusagen. Der nächste Schritt wäre dann jetzt nochmal neues Mainboard, neuer Prozessor. Alles geht ja nach und nach. Ihr wisst ja selber, zumindest für die Leute, die ihre Rechner dann auch selber aufrüsten, dass es immer doch sehr kostenintensiv ist. So, gehen wir mal an die... Okay. Momentan sehe und höre ich nichts. Na, sehen ist sowieso schwierig. Ich meine, ich hätte jetzt auch... Ja, ich hätte zwar nichts dagegen, wenn sie nicht kommen, aber es ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Es kann natürlich sein, dass diese Horde, die wir hatten, letzte Nacht, oder beziehungsweise in der vorletzten Folge, dass das die Feral Horde schon war. Das ist natürlich möglich. Also es waren natürlich viele Zombies, es waren sehr viele Zombies, waren aber auch keine Spucker bei, obwohl die auch nicht bei der ersten Feral Horde unbedingt mitkommen müssen. Das ist schwierig, man weiß immer nicht. Ich könnte natürlich jetzt in die Konsole gucken, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Wir nehmen das Spiel so, wie es ist, und sollte es tatsächlich so sein, dass es an dieser 18-Stunden-Einstellung liegt. Also ich würde mal sowieso sagen, wir warten dann noch die zweite Horde ab, also die zweite Feral Horde. Und falls da nichts kommen sollte, müssen wir mal was an den Einstellungen ändern. Dass wir dann ansonsten eine Stunde weniger machen, dafür den Tag länger oder irgendwie so. Irgendwas werden wir da schon machen können. Bisschen sehen wir ja. Also wenn eine Feral Horde kommt, dann sollten wir das eigentlich mitbekommen. An sich ist es auch kein schlechter Spot hier. Also ich finde das jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Hier ist es natürlich, die Attraktivität ist natürlich, dass man hier jetzt nicht so auf dem Präsentierteller ist. Also es ist im Dorf natürlich anders. Da hast du natürlich mehr Zombie-Spawn. Und das ist natürlich alles schwierig. Und hier hast du wirklich so eine einzelne Hütte irgendwo in der Wildnis. Und dann bekommst du vielleicht mal ein paar Wanderhorden. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das sieht nicht danach aus. Wir können uns natürlich schon mal, solange die Zombies noch nicht kommen, schon mal präparieren, schon mal gucken, was wir mitnehmen. Ich denke mal, wir kriegen es mit, wenn die Zombies draußen rumranalieren. Was wir denn schon mal mitnehmen können, wenn wir uns einrichten. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch so ein Basket, den brauchen wir jetzt aber nicht so zwingend. Dass wir vielleicht mal Steine mitnehmen. Wir brauchen ja sowieso dann nachher ein Campfire etc. Kohle können wir eigentlich auch mitnehmen. Das können wir gleich mal umschichten. Das kommt auf die andere Seite. Eisen können wir uns mitnehmen. Gut, was zu essen ist immer gut. Das stinkt ja auch nicht, das Zeugs. Was gibt das übrigens? Fullness 5 und Hydration 1. Gut, naja. Für Pilze aber ganz in Ordnung. Kann man daraus irgendwie... Nee, kann man nicht. Naja gut, im Campfire vielleicht nachher. Da kann man sicherlich daraus. Ich meine, man muss mal gucken, ob sie das Rezept geändert haben für das vegetarische Stew, weil da hieß es eigentlich mal, dass sie die Mushrooms damit reinbauen wollten. So, Papier war ja auch in der anderen Kiste mit drin, das nehme ich auch mal wieder raus. Dann habe ich ja Zeit zum Sortieren. Bier nehmen wir uns mit. Auch wenn Grain Alkohol soll ja besser wirken als Bier, aber naja. Grain Alkohol möchte ich erstmal vorhalten, weil ich mir natürlich, das sehe ich jetzt auch gerade, kann ich mir auch ein Medikit zaubern. So. Das machen wir gleich auch mal fertig, dann haben wir das auch auf Lager. Ja, das können wir natürlich noch nicht verarbeiten, das ist natürlich schade. Übrigens, Duct Tape kann man jetzt nicht mehr zu Klamotten umfunktionieren. Es war ja so, dass man, das konnte man scrappen. Man macht ja auch, Duct Tape macht man ja auch aus Klamotten. Und dass man das wieder zurückscrappen kann, funktioniert jetzt nicht mehr. Na, also ihr seht, man kann es jetzt nicht mehr scrappen. Finde ich persönlich vernünftig. Gut, ja. Kann man sehen, wie man will. So, dann haben wir... Kann ich das nicht... Ich kann das usen, aber warum kann ich das nicht... ich war doch richtig, oder? Grain Alkohol... Blut und Bandage, oder nicht? Ach,
haben die das, ist das jetzt auch eine, ach Gottes Willen, ist das auch eine Schematik? Bin ich aber ein klein wenig unfair jetzt. So, wir haben Besuch. Das packen wir mal wieder zurück. Ich höre momentan allerdings nur Hunde. Also, was heißt Hunde? Ich habe momentan nur einen Hund gehört. Das reicht ja auch, wenn das einfach nur eine Nachthorde oder ein einzelner. Auf jeden Fall läuft da irgendwas rum. So, Wasser haben wir noch. Das könnten wir uns dann auch gleich mal. Ja. Kohle haben wir dabei. Eisen nehmen wir mit. Mushrooms nehmen wir einfach auch mal mit. Die können wir ja wegfuttern. Das ist ja nicht das Problem. Was zum Kloppen haben wir dabei. Wir haben, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich will mal ein. Das müsste eigentlich reichen. Ich will mir nämlich so ein Barbed Club machen. Craft, Basics, Tools und Traps. Barbed Fence. Ach nee. Kann auch sein. Railing Wood. Splint. Ammo Weapons. Barbed Club. Genau, Barbed Club ist das. Mal gucken, wie der ist. Oh, der ist auch nicht schlecht. Was macht der eigentlich an Entity Damage? 1208. 985. Und der, na gut, der ist schon ein bisschen beschädigt, aber. Gut, wir nutzen den erstmal, würde ich sagen. Frames. Frames können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Die Spike Clubs brauchen wir noch nicht. Die lassen wir hier. Können wir auch da reinschmeißen. Das passt da eh rein. So, dann haben wir Öl, hatten wir da schon reingeschmissen. Das haben wir auch alles. Ja gut, eigentlich, den brauchen wir eigentlich nicht. Also ich könnte den auch scrappen. Ich habe ja jetzt 9 Meinungsverstärker. Den packen wir auch erstmal wieder ins Inventar. Steinaxt, die lassen wir auch erstmal da. Ja, dann nehmen wir den Barb Club noch mit dazu. Dann machen wir uns hier raus auch noch gleich mal ein paar Stripes. Würde ich sagen. Das ist auch nie verkehrt. Scrappen wir mal. So, 93. Jo, das reicht erstmal. So, dann gehen wir noch mal draußen gucken. Moin. Meine Freunde, es ist natürlich jetzt tiefste Nacht, ich sehe gar nichts. Aber es hört sich jetzt auch nicht so wirklich so an, als wenn da eine Feral Horde kommt. Nun gut, wir sind eh über die Zeit. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Seven Days to Die Nordisch allein zu Hause wieder. Und ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge mal losziehen, mal gucken. Wir werden weiterlaufen. Ihr wisst ja da, wo denn die Tanke war und wo der Supermarkt war. Da werden wir einfach weiter Richtung, weiß nicht, war das Süden? Richtung Norden? Richtung Süden laufen. Und dann mal schauen. Hoffentlich finden wir da irgendwo eine vernünftige kleine Stadt. Und dann werden wir da auch irgendwo in der Nähe bauen. Ja, ich wollte eigentlich in der Nähe einer Höhle bauen. Aber es ist eigentlich auch Blödsinn. Man kann ja auch immer noch mal laufen. Es ist ja nicht so wild. Ich finde eigentlich eine Stadt in der Nähe viel sinnvoller, weil da eben halt der Loot-Respawn stattfindet. Und das finde ich halt wesentlich angenehmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.